Jahrelang wurde verhandelt und diskutiert und jetzt ist es soweit. Das Krankenhaus Zell am See wird in großem Maße neu gebaut und umgestaltet. Ein echter Meilenstein für die ganze Region. Ab Ende 2014 erwartet die Patienten im Herzen des Pinzgaus dann ein Krankenhaus der Zukunft. Strahlende Gesichter, soweit das Auge reicht, gab es am 25. August am Nordufer des Zeller Sees. Kein Wunder, erfolgte an diesem Tag doch der Spatenstich für den Um- und Neubau des Krankenhauses Zell am See. Ein Riesenschritt für die gesamte Region, um den etwa 20 Jahre lang gekämpft wurde. Am 18. Juli 2011 war es dann soweit und die Stadtgemeinde Zell am See fasste einstimmig den endgültigen Baubeschluss. Somit können nun die Baumaschinen auffahren, was vor allem Bürgermeister Hermann Kaufmann zu Recht stolz macht. Ja, das ist tatsächlich der schönste Tag in meinem politischen Leben bisher. Wir haben 2,5 Jahre jetzt gekämpft um dieses Projekt. Es war zwischen 0 und 100 alles möglich und jetzt ist es uns gelungen. Wir werden hier das modernste Krankenhaus Österreichs bauen, das Krankenhaus der Zukunft für Zell am See, für den Pinzgau und für ganz Innergebirg. Ein wirklich elementares Ereignis und deshalb ist die Freude auch sehr groß heute. Groß ist die Freude natürlich auch bei den Verantwortlichen des Krankenhauses Zell am See. Ja, ich bin total glücklich. Es ist ein Meilenstein. Wir bekommen ein neues Haus für die Patientinnen und Patienten des Pinzgaus, für die Bedürfnisse der Patienten, für eine noch bessere Umsorgung unserer Patienten und darauf bin ich enorm stolz. Die Notwendigkeit dieses Ausbaus stand seit vielen Jahren außer Frage. Nicht wegen der Qualität der medizinischen Versorgung, die auch bislang auf sehr hohem Niveau war, sondern aus einem ganz anderen Grund. Was wir nicht mehr so gewährleisten konnten, war die Lebensqualität der Patienten, wenn sie bei uns sind, auch sicherzustellen und auf ein hohes Niveau zu bringen. Und dafür hat uns, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, das Land und die Stadtgemeinde Zell am See diese Mittel zur Verfügung gestellt, hier ein neues Haus zu bauen. Ein Krankenhaus der Zukunft, das innovative Konzepte beinhaltet und wirklich bahnbrechend sein soll. Konkret wird in Zell am See ein neuer Trakt für insgesamt 278 Betten errichtet. Das Projekt umfasst die Tagesklinik, die Wochenklinik sowie verschiedene medizinische Ebenen wie die Urologie, die Neurologie oder 6 neue Operationssäle. Der Kostenpunkt für das gesamte Projekt liegt bei 64,8 Millionen Euro, wovon knapp 58 Millionen vom Land Salzburg getragen werden. Das ist die größte Investition im Bundesland Salzburg seit einigen Jahren und auch für die nächste Zukunft. Wir reden hier von 65 Millionen Euro, die wir hier investieren. Das sind zum einen Investitionen, die unmittelbar den Menschen zugutekommen. Wir investieren hier in Gesundheit, in Gesundheitsversorgung in der Region. Und wenn wir erleben, dass andere Bundesländer ihre Krankenanstalten außerhalb der Ballungszentren schließen, dann zeigen wir hier in Salzburg, wie es anders gehen kann und investieren mehr als je zuvor in die Region, in den Gesundheitsstandort. Und zum anderen ist es natürlich auch ein kräftiger Impuls für die Wirtschaft. Hier werden mehrere Jahre hinweg mehrere hundert Menschen Arbeit finden. Hier wird Umwegrentabilität entstehen. Das spüren ja nicht nur die, die hier am Bau arbeiten. Das spürt der Bäcker, der Fleischer, die Tankstelle und, und. Wenn 65 Millionen umgesetzt werden, dann kommt in einem Bezirk wie dem Pinzgau schon was in Bewegung. Mit diesem Ausbau wird für die Patienten des Krankenhauses Zell am See eine neue Ära beginnen. Mehr Komfort, mehr Intimsphäre oder individuellere Behandlungen werden die Qualität des Krankenhausaufenthalts maßgeblich verbessern. Getreu dem Motto, Patienten sollen nicht als Kranke, sondern als Menschen gesehen werden. Ich halte das für ein unheimlich wichtiges Projekt, weil ich glaube, dass der Erfolg nicht in den großen Bettentürmen, sondern in den kleinen Häusern in der Region, wo die Leute zu Hause sind, liegt. Und das Krankenhaus Zell am See ist ein sehr erfolgreich geführtes Haus. Die Patienten sind in einem hohen Ausmaß zufrieden. Die medizinischen und die pflegerischen Leistungen sind perfekt. Und genau solche Häuser müssen wir stützen. Und das ist auch eine Kampfansage an Wien, wenn man glaubt, dass man Häuser unter 300 Betten nicht mehr braucht. Wir wollen genau das Gegenteil beweisen. Bis Ende 2014 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Stadtgemeinde Zell am See wird dann ihr neues Prunkstück haben. Ja, die schönste Stadt der Welt hat in Zukunft nicht nur das schönste, sondern auch das beste Krankenhaus Österreichs.